Ja, das kann ja was werden. Ach, Doch. da ist er. Da ist er dran. Der Mohnwalker. So. Willkommen im Molyneux Jetzt aber mal Stadium. los hier. Willkommen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Lol. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß zusammen mit dem Kollegen Frank Hultmann. Ist dieses LOL so ähnlich wie das GG? Nein, Good Game heißt GG. Good Game heißt GG und LOL heißt Laughing Out Loud. Aber das sagen nur dem Blinden. Was Sie sich heute vorgenommen haben, ist okay. Klar, ein Sieg muss her. Man will die Scharte. Der Günni kennt sich damit aus. Muss ja eine Niederlage gab. Okay. OMG. Ja, geht gut dazwischen. Ey, hier, Volta. Ja, jetzt schon Arroganzanfall. Steht noch 0-0. Was ist mit ihm los? Guter Vorstoß von der Wurst. Ja. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Alter, Sam, der da den Oberkorb rum, Junge. Welcher war das? Das kriegt er wieder. Nee, wir lassen uns nicht auf so ein Niveau herab. Wir spielen die der einfach Blaue an die Wand. Mit, die sind alle blau. Du. Ja, mit der Schuhe dafür. Echt? Ja, mit der Socke. Mit der Söck. Bei euch dran, die Spieler Socken. Erstmal gut zugemacht. Meiner läuft hier barfuß. Gabo Remir mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Kehre auf deine Position zurück. Klär den Seiten aus, wird natürlich ein. Jetzt hast du gesehen, wer es war. Die Schiedsrichterin gibt die gelbe Karte, klar. Und ist diese Szene da eben. Foul, aber Vorteil, geht erstmal weiter. Ui! Ui! Gefährlich! Guck mal, guck mal, wie wir gerade stehen. Das erste Tor dieser Partie. In der Abwehr. Bitte? Günni spielt irgendwelche Würfelspielchen mit unserem Tor. Das ist einfach zu hart, zu voll, den zu halten. Das ist eine tolle Aktion. Den Pellis auch, wenn wir nach vorne spielen. Einfach mal vielleicht schon gespielt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Mal ganz frech, mal ganz frech die Nase reingehandelt. Da kommt der Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Ritt mir hier beim Pass die Beine weg und dann stellt er, ich soll zu meinen Mitspielern passen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ah, schade, Mann. Das war zu früh. Flanke kommt nicht durch. Nicht schön. Da trennt er ihn vom Ball. Boah, der Typ, Junge. Gut, dass der Dominik da ist. Der nimmt schon alle Knochen gebrochen. Bringt ihn mit. Och, gibt's Skillpunkte. Beendet. Jetzt halten die den Multiplier hoch, weißt du doch. Wenn die Mitte ist voll eng, ne? Wenn ihr in der Mittellinie seid, spielt den Ball mal nach außen. Johansson. Weil die ganze Zeit wieder so versuchen, so stur nach vorne in die Mitte zu spielen. Ich hab doch noch nicht gespielt. Mehr redet denn mit dir, spielst du vorne? Ich hab grad Günni gesagt. Gut, und dann? Drück doch nur einmal kurz auf A. Er geht schön dazwischen. Gute Aktion, Ball ist raus. Schott. Hören. Jetzt passt doch verflucht, also die Mägde einschalten.
aufgeschützt. Das machen die ganz gerne hier, das wird aber nicht gepfiffen. Winter. Gut dazwischen. Oh mein Gott, wie spät der Pass. Gleich gehen wir in die Pause in dieser Begegnung, in der die Gastgeber zurzeit eine knappe Führung haben. Es ist ein enges Spiel, ein Tor Führung, alles noch drin, aber man merkt schon, sie haben zurück in die Rennen. Ich bin gespannt, ob sie das nach der Pause so weiterspielen können. Aber den darfst du haben. Oh. Er hat den noch, er hat den noch. Gute Aktion von beiden. Eigentlich gelb. Jetzt. Oh ja, scheiße, scheiße. Hätte ich Arnie anders laufen sehen. Das müssen wir ja ganz schnell spielen, die sind so schnell hinten. Aber die stehen halt auch sehr hoch, ne? Also wenn wir da. Ja, ich konnte aber eben den Pass auf Arnie da, glaube ich, nicht spielen, der war zu gut gedeckt. Ich will ja nicht immer wieder auf diesem einen Auge rumhacken, ne? Aber du sollst auch nicht immer noch auf Arnie schauen. Du kannst ja schon mehrere Situationen. Wo in der Mitte ein ganz einfacher Ball frei war. Bewegen, bearbeiten. Weil entweder Martin oder ich sich die anbieten. Aber versuchst halt trotzdem die relativ gefährlichen Dinge auf den Arm. Gute Pässe jetzt. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Jetzt sieht mich hier. Ja, war alles gut. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Johansson. Schade. Ah. So, der den hätte man gehabt. Beendet diesen ersten Durchgang. Jetzt ist erstmal durchatmen angesagt. Und machen können es, wenn wir immer rumspielen, ne, auf die Flügel oder hinten rum halt, dann nicht auf den Flügel, sondern in die Mitte spielen, weil die immer damit rechnen, dass wir rausspielen. Wenn du dann in die Mitte spielst, da rechnen die nicht mit. Ja. Ja, wie gesagt, wir versuchen so gut es geht, uns da anzubieten. Ich sag noch, ne, also jedes Mal, wenn wir da hinten immer rumspielen, dann rennen die halt schon hinten dahin und dann ist in der Mitte immer ganz viel. Wir sollten den Chat eigentlich hier, dass jeder den lesen kann im Spiel. Spielflach. So. Die zweite Spielhälfte beginnt und mit dieser Führung für die Wolves machen wir weiter mit diesem Spiel. Jetzt sind die alle vorne. Jetzt ist die Kugel weg. Jawohl. Einer. Super dieses Zuspiel. Oh. Also das war ich glaube, der hat faul gepfiffen. Ich glaube, das ist Abseits, oder? Abseits. Es kam, es kam kurz dieses Vorteilsbild an. Ja, aber das macht er, glaube ich, mittlerweile beim Abseits. Okay. Macht er das, glaube ich, auch kurz. Ah, guck, wenn ich immer ein bisschen näher komme und der Bucki Stadion verlässt, dann kommt der hohe Ball an. Jetzt hat er den Ball wieder. Ey, das war doch ein Foul. Nein. Kommt nicht weg. Naja, ist gut. Das ist so ätzend. Das war auch wieder so eine komische Kopfballbewegung. Ja, aber ich konnte auch gar nicht weggehen. Nein. So direkt zu drücken. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ruhig. Ja, wäre besser. Nein, ich bin ein Spielchen da. Oh, warte. Frühe Stören jetzt. Bah. Aber schön. Jönni, komm mal einen Schritt. Komm mal drei. Den hält er, Oh, wie stellen wir den wieder auf den Beinen jetzt? Ich gehe zum Kopfball. Ja. Der Pass läuft dann nicht raus. Ich bin eine bessere Passer.
Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Stark. Winter. Boah. Vorne der Ballgewinn. Ey, der kommt nicht aus dem Arsch, das kann nicht wahr sein. Ja. Aber war zu kurz gespielt. Dann ist das Spiel vorbei. Oh, sorry. Ja, das war wieder rückfällig, alte Zeiten. Früher wäre der mit Sicherheit gegangen. Ja, abseits. Da ganz oben. Na, war ja wohl. So, unten, ne? Halt. Was macht er? Da trennt er ihn vom Ball. Überschauen. Hab ich. Ja, ich halte ihn fest. Nichts anderes gemacht. Bah. Ach, Scheiße, Mann. Mit viel ja, dranbleiben. Nicht direkt. Klasse. Ich direkt den Controller wegschmeißen. Ne, ja, weil wenn ihr den Torwart dann, wenn ihr den Torwart anspielt, kann man den Torwart trotzdem nur anlaufen. Also setzt ihr auch den Torwart unter Druck. Ja, das war jetzt mal ein Tipp. Ist alles frei. Ja. Jetzt in die Mitte. Gutes Anspiel. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen, aber dieser ja. Ballbesitz von ist das Ergebnis von hartem Training. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Ist weggelaufen. So, ich habe noch. Bereinigt, ganz sicher geklärt. Ballgewinn, gefährliche Position. Prost. Hören. Sorry, Theo. Ja. Gleich ist hier Schluss in diesem Spiel. Wenn sich nichts mehr tut, dann... Oh Gott, weit raus das Ding jetzt mal da. Es ist ein enges Spiel und ich glaube schon, sie haben hier beste Chancen, sich diesen Sieg zu holen. Wer auf jeden Fall zu lange klein-klein macht, dann ist irgendwann alles zugelaufen. Jetzt haben sie es gleich. Sie müssen bei ihrem Spiel bleiben. Hat er... Halten wir da kommt der Pass aber gut aufgepasst. Ja, gut. Schön, Gönni. Schön, Ali. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Oh Gott, B. Einfach B nach vorne, das Ding. Ja. Du hast hier 6 Mann rumeiern. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen, die Fahne ist oben. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Bleib links, Günni, bleib links. Porter, wieder weiter. Ja, das ist doch gut. Jetzt kommt wieder tauschen. Und da ist der Ball wieder weg. Ja. Oh, toller Pass, gute Aktion. Der lange. Ja, zum Aufatmen, weiter geht's, weiter gefährlich. Den Neuner musst du dann mitnehmen. Ah, okay. Ja. Weiter geht es mit einem Einwurf. Ich muss das Gewicht dranhängen, dass ich nicht springen kann. Oh, sie holen Mann. Sich hier den Ball. Günni, gucken. Können. Ja. Ja, da wo du hinläufst, nicht die da wo der Ball ist. Schön. Der Pfiff der Schiedsrichterin. Hartes Einsteigen, das jetzt eventuell sogar mit Gelb bestraft wird. Also die haben das zwar geändert, aber egal. Gibt auch keine große Diskussion. Wo drauf drücke, ich kann mir da keinen. Also für eine Flanke oder so. Das geht scheinbar erst ab einer gewissen Entfernung. Oh. Das gibt's doch nicht, oder? Da kommt der Torwart raus. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt's hier zusätzlich. Wo ist denn da ein Mittelfeld? Ja, die schläft davon. Rechte Mittelfeld, bevor es wieder Ärger gibt und man mag ihn. Ganz energisch. Genau ist das. Sorry, ich wollte den Ball einfach lange halten, aber muss ich natürlich passen. Das war's für heute. Wir trotzdem gut gelaufen, aber nervig. Also nervig. Nerviges Spiel. Heute die Gastgeber.
Tja, da ist Aufatmen angesagt, ein knapper Sieg. Sie hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn da noch was passiert. Dann ist Schreiber Spieler des Tages. Aber so ist es am Ende der Sieg geworden. Wichtig, dass die Nerven gehalten haben. Machen wir mal einen Screenshot. So, hatte ich eben richtig gehört, gehen viele oder einige, ne? Ja, ich gehe. Erstmal, wer noch bleibt. Ich gehe auf jeden Fall auch in die Haie.